Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, hier auf dem Kanal Spielgruft im Jahr 2024. Ich hoffe, ihr hattet extrem geile Feiertage und ich freue mich natürlich darüber. Es ist mega bombastisch, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen, denn dieses Video, das erste Video auf diesem Kanal, ist wirklich etwas ganz Besonderes, denn es dreht sich um die Xbox Classic. Ich präsentiere euch das Original Xbox Front Panel 9000, kurz OXFP 9000 in der Version 1.1, gesponsert von Mi213, demselben Kollegen, dem wir auch die geilen Tiny OGX 360 zu verdanken haben. Diesmal hatte er die Idee, ein neues Front Panel zu kreieren, das mit SMD RGB LEDs bestückt ist. Aber Moment mal, gab es das nicht schon mit dem XRGB Frontpanel von Crazy Asylum? Hier haben wir zwar keine SMD-LEDs drauf, sondern die etwas größeren 5mm RGB-LEDs, aber die Farbpalette bleibt in beiden Fällen ja dieselbe. Und wenn ich euch nicht besser kennen würde und wüsste, was ihr an meinen Videos so feiert, dann müsste ich nicht gleich zu Beginn des Videos einen Vergleich beider Frontpanel machen. Aber da einige hier Elektroingenieure sind und nur darauf warten, den kleinsten Versprecher in den Kommentaren auseinanderzunehmen, bleibt mir leider nichts anderes übrig. Das hättet ihr wohl gerne. Macht euch da mal keine Sorgen. Ich mache das natürlich auch so immer wieder gerne für euch, unabhängig davon, was andere hier bemängeln. Der OXFP 9000 ist der einzige seiner Art, muss nur an plus 5 Volt Gleichstrom angeschlossen werden und hat keinen zusätzlichen RGB-Controller mit Empfänger. Heißt aber auch im Umkehrschluss, man kann die Farbe nicht einfach über eine Fernbedienung wechseln, wie beim XRGB. Dafür muss man diesen kleinen Knopf hier auf der Rückseite des OXFP benutzen. Wie das funktioniert, zeige ich euch aber erst nach dem Einbau. Davor möchte ich euch aber noch sagen, was das OXFP 9000 so besonders macht. Er verfügt über einen Mikrocontroller, auf dem ein Code gespeichert ist, der von ManCloud für Mi213 geschrieben wurde. Ich zitiere das jetzt mal an der Stelle. Das OXFP 9000 besitzt einen Mikrocontroller, der die LED-Leitungen von der Xbox ausliest und jeder der drei möglichen Farbzustände eine eigene Farbe per adressierbarer LED zuweist. So ist auch für die dritte Farbe, Original Gelb, die von der Xbox normal durch das Mischen von Rot-Grün erzeugt wird, unabhängig von der anderen gewählten LED-Farbe jede andere Farbe möglich. Das Schöne ist, dass sich das OXFP 9000 so verhält wie das Original Front Panel. Es ist ein Drop-in-Replacement und erhält die Funktionsweise bei. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ihr habt hier die Möglichkeit, alle drei Farben separat zu programmieren. Grün, Rot und Gelb, beziehungsweise Orange. Sieht ja eigentlich mehr nach Orange aus, aber ist ja auch egal. Das, meine Lieben, ist auf jeden Fall einzigartig und meiner Meinung nach verdammt geil. Sieht zwar immer nice aus, wenn die Konsole einen LED-Mod am Frontpanel hat, ist aber auch schade, wenn sie dadurch ihre eigentliche Funktion verliert, wie das Einblenden einer Fehlermeldung, also das klassische Rot-Gelb-Blinken bei einem Frag. Für die einen nur Spielerei, für die anderen aber ein super Feature. Jetzt wollen wir das Teil aber endlich mal in Aktion sehen, deswegen folgt nun der Einbau und dafür benutze ich keine geringere Konsole als meine 1,4 GHz. Der Mod kommt hier rein und wird meine Konsole definitiv um einiges aufwerten. Nicht nur, weil es einer der frühen Versionen ist, nein, sie ist auch von Mi213 persönlich gebaut und nur verfügbar, solange der Vorrat reicht. Danach wird Mi das Projekt auf GitHub veröffentlichen und man muss es sich dann selber bauen, was bestimmt nicht jeder kann. Ist dann nur eine Frage der Zeit, wer es macht oder wann die ersten
Klone erscheinen. Die Konsole werde ich aber nicht komplett im Video auseinanderbauen. Bitte schaut euch dafür meine anderen Videos an. Links dazu gibt es in der Videobeschreibung. Ich setze an der Stelle an, wo die Frontblende der Xbox demontiert wird. Da in meiner Frontblende ein LCD-Display verbaut ist und ich mir das nicht beschädigen möchte, nehme ich die Blende von links nach rechts ab. Dazu benutze ich einen breiten Schraubendreher, um an der Seite die Blende vorsichtig aufzuhebeln, um die Klammern zu lösen. Es gibt noch drei weitere Klammern, die man von unten nach oben leicht anheben muss. Macht man alles richtig, hört man es klicken und die Blende lässt sich abnehmen. Seid hier bitte vorsichtig, man kann sich wirklich schnell was abbrechen. Hält man die Blende in der Hand, sieht man auch schon das Frontpanel der Konsole, was wirklich sehr leicht herauszunehmen ist. Dafür einfach mit einem Schraubendreher oder dem Finger die Klammer nach unten drücken und das Panel herausziehen. Ist es unten frei, kann man es oben aus der Halterung nehmen und schon hält man es in der Hand. Halten wir beide Panels nebeneinander, sieht man auf den ersten Blick, wo der Mikrocontroller sitzt, der logischerweise bei dem Original nicht vorhanden ist, genauso wie der Mikroschalter etwas weiter oben. Die Vorderseite mit dem Eject- und Power-Button sieht dafür aber relativ gleich aus. Bitte nicht wundern, das Frontpanel aus meiner 1,4 GHz Konsole hatte damals schon einen LED-Mod mit weißen 3mm LEDs bekommen. Das sieht eigentlich auch nicht so aus. Von der Bauform sind natürlich beide gleich und man muss beim Einbau nicht viel beachten. Mi schickt bei seinem aktuellen Bestand noch so einen Sticker mit dazu, den man auf der Rückseite des OXFP draufklebt, da wo der Mikrocontroller sitzt und als Isolierschutz zwischen dem Xbox-Chassis fungiert. Jetzt einfach richtig rum in die Blende einsetzen und schauen, dass es wirklich gut eingerastet ist. Ein Blick von oben zeigt auch, dass das Board nicht gebogen ist, da die SMD-RGB-LEDs überaus perfekt in die alte Form passen. Jetzt, wo das neue Panel drin sitzt, sollte man sich Gedanken darüber machen, wo man die plus 5 Volt abgreifen möchte. Dafür könnte man verschiedene Möglichkeiten in Betracht ziehen, zum Beispiel direkt vom Netzteil oder vom Mainboard hinter der Sicherung. Aber für mich persönlich ist der beste Ort dafür direkt am Controllerport. Hier liegen genau plus 5 Volt an und falls ihr mal vorhabt, die Blende auszubauen, müsst ihr nicht wieder am Mainboard oder Netzteil herumlöten. Ihr könnt zur Not den Controllerport einfach mit ausbauen. Ist auch gerade für Leute, die sowieso schon Angst haben, an der Xbox herumzulöten, die sicherste Stelle, da die Controllerports in jeder Revision der Xbox gleich sind. Falls ihr es nicht aus meinem LED-Modding-Video kennt, werde ich es euch hier nochmal zeigen. Dafür nehme ich mir so ein Controllerport in die Hand, biege dann rechts und links die Abschirmung mit einer Kombizange auf und rolle es an der Seite hoch, bis es fast von alleine abgeht. An der roten Ader habt ihr den plus 5 Volt Anschluss, da lötet man die Ader vom OXFP 9000 dran. Danach könnt ihr theoretisch die Abschirmung wieder draufstecken, falls euch das Prinzip vom RF Shielding wichtig ist. In meinem Fall bleibt die Abschirmung aber weg. Zusätzlich werde ich hier noch ein LED-Mod in der Farbe Ice Blue machen. Diesen überaus genialen Mod hat mir auch Mi 213 als kleines Extra zugeschickt. Zu finden sind die auch auf GitHub bzw. in der Videobeschreibung. Würde ich auch gerne etwas näher drauf eingehen, aber nicht in diesem Video. Gerne in einem anderen, falls ihr Interesse habt. Die OXC-Port-LEDs lassen sich super einfach einlöten. Die U-Form bringt die Platine in die richtige Position. Die LEDs müssen dabei in den Controller-Port zeigen
und schon kann man beide Lötpunkte miteinander verbinden, während man darauf achtet, dass sich die Adern vom Kontakt des Controller-Ports nicht lösen, sonst funktioniert der Anschluss für den Controller nicht mehr richtig. Man sieht schon, der Mod schließt richtig gut ab, ist einfach zu installieren und es wird kein Widerstand oder Heißkleber wie bei der alten Methode benötigt. Jetzt kann ich noch ganz entspannt die Ader vom OXFP9000 an die Plus 5 Volt vom Controller-Port anlöten und alles wieder zusammenbauen, um es zu testen. Vorsicht aber erstmal mit dem kompletten Zusammenbauen der Konsole. Lasst das Laufwerk und die Festplatte erstmal lose, um den OXFP zu programmieren. Ist alles korrekt eingebaut, kann man die Konsole wie gewohnt starten. Jetzt sieht man zum ersten Mal den OXFP in Betrieb, standardmäßig mit grünem Licht und auch die Controller-Ports erstrahlen in Ice Blue. Finde ich an der Stelle schon mal verdammt nice. Programmieren lässt sich das OXFP wie folgt. Man drückt auf der Rückseite den Mikroschalter für 2-3 Sekunden, bis das OXFP anfängt zu blinken. Dann kann man loslassen und die zu programmierende Farbe mit jedem weiteren Knopfdruck am Mikroschalter ändern. Zur Auswahl hat man insgesamt 8 Farben. In meinem Fall ändere ich die Farbe grün zu eisblau, passend zu den Controller-Ports. Danach hält man den Mikroschalter wieder für 2-3 Sekunden gedrückt. Die erste Farbe wird dann abgespeichert und man kann die nächste Farbe auf demselben Weg programmieren, wäre dann die Farbe rot. Und genau auf diesem Weg programmiert man auch die dritte Farbe gelb. Zum Schluss kann man dann noch die Helligkeit des OXFP in 3 Stufen einstellen. Wird mit der Farbe weiß simuliert und ist standardmäßig auf Stufe 2, was mit den Controller-Ports gleichkommt. Ist man mit der Helligkeit zufrieden, hält man den Mikroschalter erneut für 2-3 Sekunden gedrückt und die Programmierung ist abgeschlossen. Somit hat man insgesamt 4 Programmierphasen, 3 für die Farben, grün, rot, gelb und eine für die Helligkeit. Um zu testen, ob die Umprogrammierung angenommen wurde, schließe ich einen Controller an und stelle die Beleuchtung in den Dashboard-Einstellungen mal um. Eisblau funktioniert, gelb funktioniert, rot funktioniert und wenn ich auf Zyklus mache, wechseln die Farben fast so wie bei einem Frag, also einer Fehlermeldung. Ausschalten lassen sich die LEDs natürlich auch. Funktioniert also an der Stelle einfach nur perfekt. Ein wichtiges Feature, was ich an der Stelle noch hervorheben möchte, ist die Signalisierung der einzelnen Farben. Sprich, kommt man beim Programmieren durcheinander oder möchte die originalen Farben wieder belegt haben, nachdem man eine andere Farbe programmiert hat, kann man sich am Blinken des OXFP orientieren. Eingestellt hatte ich ja die Farbe Eisblau. Halte ich den Mikroschalter jetzt für die Programmierung gedrückt, blinken die LEDs in grün. Was bedeutet, hier ist ursprünglich die Farbe grün. Könnte man also wieder auf diese Farbe zurücksetzen. Dasselbe macht er dann auch für die Farbe rot bzw. für die Farbe gelb. Außerdem kann man am Kontakt SW1EX, der für Switch One Extern steht, einen weiteren Mikroschalter mit 2 Adern verbinden und anlöten und diesen Schalter irgendwo außen an seiner Konsole anbringen, um nicht immer die Konsole auseinanderbauen zu müssen, wenn man den OXFP umprogrammieren möchte. Also mich hat es auf jeden Fall überzeugt, vor allem in Kombination mit einem LED-Mod an den Controller-Ports ist es eine sehr schöne und saubere Sache, das OXFP 9000 einzubauen. Kein komplizierter Umbau mehr am originalen Frontpanel nötig, man opfert keine Funktion, es sind ausreichend Farben zum Wechseln vorhanden und man hat jederzeit die Möglichkeit, alle 3 Farben umzuprogrammieren, also einfacher kann es wirklich nicht mehr werden. An der Stelle nochmal vielen lieben Dank an Mi213 für die geile Donation
und das Vertrauen in mich, dieses, ich nenne es mal, mega geile Produkt auf dem Kanal vorstellen zu dürfen. Es ist mir immer wieder eine Freude, sowas für euch zu machen. Und ich finde es klasse, dass viele von euch diesen Kanal auswählen, um ihre neuen Produkte mit der Community zu teilen. Habt ihr Interesse an dem OXFP 9000? Dann schaut in die Videobeschreibung, kommt in unseren Discord und schreibt schnellstmöglich Mi 213 an. Die Leute, die ihn von circuitboard.de kennen, können das natürlich auch da machen. Vergesst nicht, dem Video ein Like dazu lassen. Wenn es euch gefallen hat, sagt mir, wie ihr den Mod findet, und für alle Neuzuschauer, lasst gerne ein Abo da. Danke für euren Support.